Hallo meine lieben Freunde und ja, bevor das Let's Play losgeht, muss ich leider was sagen. Ich habe jetzt, ich glaube, 1,5 Stunden am Stück aufgenommen, aber das Video habe ich in mehrere Parts unterteilt und mir ist aufgefallen, leider jetzt erst beim Schneiden, dass die ersten 15 Sekunden der Ton, also nur der Spielton fehlen. Ja, scheiße, aber ich habe natürlich das Spiel danach schon gespeichert und konnte natürlich jetzt nicht einfach wieder von vorne anfangen und das nochmal neu aufnehmen. Das heißt, nicht möglich. Das heißt, ich werde den Teil jetzt ohne Ton hochladen. Also wirklich nur der Spielsound fehlt. Meine Stimme, die ist auf jeden Fall da. Und es sind auch nur 15 Minuten. Wenn es euch halt stört, müsst ihr halt vorspulen. Aber ich habe es mir angeguckt. Also es ist wirklich nicht schlimm, da ich ja auch die meisten Gespräche, die in anderen Sprachen sind, nochmal selber vorlese und so. Und es sind auch wirklich nur 15 Minuten. Tut mir leid und ich werde in Zukunft drauf gucken, dass das, drauf schauen, dass das nicht nochmal passiert. Und sonst wünsche ich euch trotzdem noch viel Spaß bei diesem Part. Ciao. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum 13. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Also, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Wir haben Shobo, ich glaube er heißt Shobo, oder? Schauen wir nochmal schnell nach, dass ich auch nichts Falsches hier sage. Nee, den Dobo. Wir haben dem Dobo bei jeglichen Kopfgeld, sage ich schon, Schwarzmarktaktionen geholfen. Ja. Und das mussten wir jetzt aber einstellen, weil er jetzt unter Aufsicht, also beziehungsweise unter Beobachtung von der TSF ist. Und jetzt kümmern wir uns um Luxamal, die uns ja helfen kann. Beziehungsweise wir sollen ihr helfen, ihren Boss auszuschalten. Den Lobak Slask. Treffe dich damit in den Räumen der Exchange in Wohnmodul 082 Ost. Machen wir das mal, oder? Ja, Aufnahmeprogramm. Ja, ich habe nur geguckt, ob es schon am Aufnahme ist, Aufnehmen ist, weil manchmal. Manchmal vergesse ich das zu drücken. Also, nochmal schauen schnell. Wo befinden wir uns überhaupt? West. Wir müssen aber nach Ost. Ja, also. Also, wir kommen auf jeden Fall gut voran. Ey, ich habe, wo ich klein war, ich habe echt Jahre gebraucht. Also, Jahre nicht, aber ich habe echt lange mit dem Spiel gebraucht, weil da war halt echt alles mega schwer gewesen für mich. Echt, wie gesagt, sicher einen Monat, bis ich mal von diesem Asteroiden Paragus weg war. Und ja, so, wo müssen wir denn hin? Zu den Wohnräumen der Exchange. Cool. Jo, kann eigentlich. Ah, ne, das sind die Itorianer. Darf ich nochmal schnell schauen? Sie sagt, dass sie dich in den Räumen der Exchange in Wohnmodul 082 und die. Ohne dass die Wachen dich da angreifen. Ich bin doch Wohnmodul 082 Ost, oder? Ah, ich war vorher im Ost. Ah, das ist sicher da, wo wir den einen Typen vor der Tür mal umgelegt haben. Ich bin so ein Depp. Das war sicher da, wo wir den einen Typen vor, umgebracht haben. Da meine ich, hier. Exchange Gauner, ja. Zeig mal. Wenn du keine Geschäfte mit der Exchange machen willst, verzieh dich. Mach die Tür auf oder du bist tot. Ich bin tot. Wenn ich die Tür öffne, du kommst hier nicht rein. Aha. Ja. Dann muss ich dich leider töten. Let's go. Verfehlt, verfehlt, verfehlt. Oh, kommt, Leute. Kreia. Ach, kommt, Leute. Ja, also, geht doch. Ich dachte, wir kommen hier gar nicht voran. Also, jetzt nochmal. Rezeption kontaktieren. Luxa schickt mich. Ich will mit Lobax Lask reden. Natürlich, kommt herein. Na dann, super. Wir sind in den Wohnräumen der Exchange. Wieso macht sie uns dann auf? Macht überreden. Ich irre mich nie. Macht Tür auf. Ich habe kein Tür. Öffnet einfach die Tür und geht mir aus dem Weg. Öffnet einfach die Tür und geht mir aus dem Weg. Tür, die macht einfach auf. Oh. Let's go.
Oh, ist das laut. Ja, wo sind denn meine Leute? Oh, kommt jetzt. Bam, bam. Oh, Kraya. Sehr schön. Kein Problem für uns. Nochmal schnell heilen. Hau dir das Zeug da rein, Junge. So. Wir gehen hier links lang. Ein Iturianer. Seid ihr hier, um mich zu quälen? Wie die anderen? Ja, aber natürlich bin ich das. Bitte, lasst mich in Ruhe. Lügen. Nein, natürlich nicht. Dann befreit ihr mich vielleicht. Ich werde hier von zwei großen Gamorreanern eingesperrt und weiß nicht warum. Sie haben mir nichts zu essen gegeben und lassen mich nicht zu meiner Herde zurück. Wie kann ich euch befreien? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Energiekäfig wurde ferngesteuert. Es muss hier irgendwo eine Steuerpendel geben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Also hier ist nichts. Ah, wahrscheinlich einfach irgendwo da hinten. Auf der anderen Seite. Wir werden sehen. Aber natürlich werde ich den Typen dann nicht befreien. Oh. Du hast Mut, hierher zu kommen, Jedi. Immerhin ist ein hübsches Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Was willst du? Luxa schickt mich. Ich soll euch töten. Tja, dann kann sie nur hoffen, dass du es auch machst. Ich bin ihr Ich bin ihr Gezeter und ihre Intrigen nämlich langsam leid. Keine Sorge, das werde ich. Oh, schaffe ich die? Ja, die schaffe ich. Ja, sehr melodramatisch. Es reicht. Legt ihn und seine Begleiter um. Ah, Leute, den schaffen wir. Warte mal schnell. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Erstmal Etten. Also du gehst gerade auf den hier, bitte. Kraya. Du gehst bitte gerade auf den da hinten. Na dann. Und los. Oh, Leute. Oh, das schaffen wir. Kein Problem. Jawohl. Und den letzten noch. Einen Moment, ich muss schnell antworten. So. Mal gucken, was es hier zu finden gibt. Ein Reparaturkit. Schwere Bonadan-Kampfanzug. Bla bla bla. Oh. Benox Plaster. Atten? Ah, du hast ja das Ding. Ja, dann geben wir das der Kraya. Was macht denn der für einen Schaden? 1 bis 8. Und der hier? Ah, 1 bis 8. 1 bis 10. Oh, ich gebe der Kraya jetzt da diese Vipro-Klinge. Ist mir jetzt egal. Gut. Kämpft die mit mir im Nahkampf. Ist okay. Oh, nee, warte, das dauert mir zu lang. Wieso greifen die mich denn nicht an? Luxe sagt, dass ihr stark seid. Geht rein. Dann werdet ihr sehen, ob sie recht hat. Dann werden wir sehen, ob sie recht hat. Nee, dann werdet ihr ihn... Ja. Ah.
Ah, Leute, es ist schon langsam spät. Also, er macht mir auf und haut irgendwie ab oder so. Was? Egal, wer dich hier hereingelassen hat. Er wird sich wünschen, tot zu sein, wenn meine Droiden mit dir fertig sind. Also jetzt müssen wir gegen diese zwei Droiden kämpfen. Ach, let's go. Jo, ist ja nicht schwer, das schaffen wir. Hoho, keine Chance. Ich bin beeindruckt, dass du so weit gekommen bist, aber überleg dir doch mal, ihr könntet ein wertvoller Verbündeter sein. Was willst du? Willst du dich uns anschließen? Willst du Geld? Ihr seid tot. Was? Deswegen die ganzen Aufregung? Ah, anscheinend haben wir Besuch. Sicher, Luxa. Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst, Luxa. Ah, eben. Ich nehme an, das verdanke ich dir. Ja, ja. Ich hätte es wissen müssen. Du warst schon immer ehrgeizig. Aber es reicht jetzt. Kommen wir zum Geschäft. Ich glaube kaum, dass wir diesen Raum alle lebend verlassen werden. Ja, das ist so. Können wir darüber reden und uns einigen? Stimmt. Und ich bin hier, um die Sache zu Ende zu bringen. Das bezweifle ich. Aber macht euch um Luxa keine Sorgen. Um die kümmere ich mich später. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Oh, ich kann mich mit allen anlegen. Vielleicht kann ich sie nacheinander umlegen. Hey, komm, ich mache alle auf einmal. Also muss ich jetzt gegen alle kämpfen oder... warte mal. Ach komm, ist okay. Los, Luxa zuerst downhauen. Oh, die hat ja gar nichts. Yes. Haha, keine Chance. Bam. Ah doch, ich muss gegen alle. Oh, Etten. Ah, das schaffen wir trotzdem. Wieso? Warum sagt ihr das? Wer ist denn Goto jetzt? Darüber mache ich mir später Sorgen. Jetzt müssen wir erstmal von der Station runter. Yeah. Etten. Okay, Fähigkeiten. Wir gehen auf Sicherheit und Sprengstoff. Und wir machen noch ein bisschen Tarnung. So, neue Talente. Geben wir dem mal eine bessere Rüstung, dass wir dem später so einen richtigen Kampfanzug geben können. Wir brauchen wahrscheinlich aber nicht mehr viel. Dann sind wir auch... Oh, Leute. Kann man dann noch irgendwas holen bei dem? Ja. Zeig mal, ist der stark, den wir da bekommen haben, den Blaster? Na, 4 bis 7. Finde ich nicht so gut. So. Spind mal abchecken. Komponenten. Okay. Jetzt frage ich mich trotzdem noch, wie wir dem Itorianer da... Oh, hier gibt's aber ein paar Sachen zu holen. Finde ich cool. Nicht schlecht. Oh, ein Kriegsanzug. Komm mal her, Etten. Komm mal her zu mir. Ich hab da was für dich.
Oh, Leute, das Ding ist ja richtig gut. Halt, nein. Nehmen wir mal das. Ja, also, finde ich jetzt nicht schlecht hier, was wir den... Dem, oh, hier, der Etten, der sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ein richtiger Motherfucker. Entschuldigung, tut mir leid. So, also wie gesagt, dem Itorianer, wie ich dem da raushelfen kann. Ah, da sind die, ich dachte schon gerade, wo sind denn die hin? Das ist da nicht. Zeig mal her. Ja. Also. Einen Steuerpendel, hat er gesagt, bräuchte ich. Laborstation. Leute von heute. Das könnte hier vielleicht was sein, nicht? Auch nicht? Ja. Wie kriege ich denn dann da raus? Hier komme ich auch nicht rein? Nein, natürlich nicht. Ja, dann befreit ihr mich vielleicht? Mhm. Wie kann ich... Ja, ein Sicherheitspanel geben. Aber wo? Kann da sicher einen bösen Punkt noch holen, Leute. Das muss einfach noch sein. Also da kommt... Oh, vielleicht vorne bei der Rezeption. Das kann natürlich auch gut sein. Niemand hält mich zum Narren und kommt auch noch damit durch. Let's go. Ach komm, die tue ich wahrscheinlich one-hitten. Sag mal her. Auch ich habe es gespürt, mein Lord. Eine Störung in der Macht. Es ließ sich nicht leicht erkennen, mein Lord. Zuerst war es so leise, dass ich es nicht bemerkte. Aber jetzt frage ich mich, ob es nicht schon immer da war. Ob ich es nur vorher nicht hören konnte. Das Geräusch hat sich langsam aufgebaut. Aber wenn man darauf achtet, hört man es selbst im Rauschen des Universums. Denkt ihr, es ist eine Bedrohung? Ihr seid die Dunkelheit, in der alles Leben stirbt, mein Lord. Alles Leben existiert, um eure Macht zu nähren. Und mein Leben... Es gehört euch. Ich flehe euch an. Bitte lasst mich sterben. Ja, diese Störung schwingt in der Macht nach. Ich kann sie zu ihrem Ursprung verfolgen und sie zu euch bringen. Ich breche sofort auf, mein Lord. Bam! Jawohl. Sehr schön. Was war das denn? Wir haben uns nur unterhalten. Und dann habe ich die Kontrolle verloren. Ja, Junge, das färbt langsam ab auf dich. Ich suche die Leiche nach Wertsachen. Haltet den Mund und kommt mit. Es war dieser Impuls, der mich überkam. Ich cooles Video. Wenn du ob das jetzt damit zu tun hatte, willst, dass ich jetzt so dunkel vorher bin? Habe ich da jetzt einen Tagebucheintrag bekommen? Ich habe nicht richtig hingeguckt.
Okay, ja gut, dann. Ist es halt nun mal so. Aber jetzt trotzdem. Eben, cooles Video. Ob das wohl damit zu tun hat, dass wir jetzt einen gewissen Dunkelheitsstandard Standard erreicht haben? Weil, boah, wir sehen schon nicht schlecht aus, Leute. Aber gut, ein Steuerpendel. Ich finde kein Steuerpendel. Oh, Leute, helft mir doch mal. Das ist nix, das ist nix, das ist nix. Also ein Steuerpendel ist für mich so, Sicherheitspendel oder Steuerpendel, bla bla bla, ist für mich so eine Art Konsole, womit ich die bedienen kann. Das ist nur eine Werkbank. Hier, das wäre für mich sowas. Oder das da hinten. Auch nicht. Und das ist einfach... Da kann ich Minen herstellen, Granaten. Oh, hier ist ja alles so schön, du. Objekte erstellen. Oh, jetzt... Nein, jetzt habe ich irgendwas erstellt. Das wollte ich gar nicht. Naja, egal. Schließen. Das ist für mich eine Steuerkonsole. Das ist für mich eine Steuerkonsole. Das ist für mich eine Steuer... Oh, Leute. Da. Ich habe sie gefunden. Sicherheitsterminal. Computerkenntnisse. Lag Sicherheitscode eingeben. Zugriff auf Kamerasteuerung. Arrestzelle. Okay. Deaktivieren. Nein, aber... Kann ich jetzt nochmal mit dem reden? Ich will dem doch jetzt nicht helfen. Habe ich dem jetzt geholfen? Scheiße. Schnell hin. Wo ist denn der? Also wenn der jetzt da stehen bleibt, ist er sowieso eigentlich dumm. Och nö. Habe ich dem jetzt geholfen? Wollte ich doch gar nicht. Der ist nicht mehr da. Scheiße. Ich hoffe, der wartet draußen auf mich oder so. Haben wir ganz schön aufgeräumt hier. Ja, was müssen wir denn jetzt machen? Ich meine, die Luxa ist tot. Der Lubax Lask ist tot. Wir schauen mal in unser Tagebuch rein. Zeit. Die Exchange. Luxa hat versprochen, ein Treffen zwischen dir und Lubax... Habe ich ja. Ah. Du hast... Du hast Luxa und Lubax Lask getötet und die Exchange ins Chaos gestürzt. Ist so die letzte Meldung. Okay. Also wir haben ja gut aufgeräumt hier, das muss ich schon sagen. Aber... Ah, ich habe doch diesen Sicherheitscode von Lubax Lask bekommen. Wollen wir mal gucken, ob wir damit irgendwo einen Shuttle bekommen oder so? Also wir wissen ja... dass unser Raumschiff ja nicht mehr hier auf der... da wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht rein. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Oh, scheiße. Scheiße. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja, so ein paar läppische Söldner halten mich nicht auf. Was gibt es? Mach mal auch was. Ja. Klären wir die Sache. Konzentriert euch. Boah, macht Brüll. Zeig mal her. Konzentriert euch. Naja. Sieht nicht so cool aus. Aber gut. Ich wollte eigentlich gar nicht rein. Wo sind wir denn nochmal hier? Bei der Exchange. Ah, wir sind bei der Exchange. Stimmt ja. Bei der Exchange. Normale Arbeit. Ich hatte schon beliebtere Vorgesetzte als Lo. Ja, na los so. Wieso sind die denn jetzt böse? Exchange. Ah, nee, das. Ich bin froh, dass. Ich weiß es nicht, Leute. Gehören die. Boah. Ich bringe diesen Teil zum Schein. Boah, das sind nicht wenig. Ja, die blockt die Schüsse einfach mit ihrem Laserschwert. Ist okay. Yes, ich bin level up. Boah, da geht's ja richtig ab, Leute.
Yes! Weiter geht's. Haha, die nehmen wir da vorne ganz sicher auch noch auseinander. Warte schnell. Erstmal hier ein bisschen plündern, weil es zu plündern gibt. Sehr schön. Seid vernünftig, Losso. Ihr seid wirklich nicht in der Position, in der ihr unsere Forderung so negativ betrachten solltet. Wir verlangen nicht viel. Wenn ihr unsere Bedingungen annehmt, wird die Chaka Corporation nie von dieser Sache erfahren. Ich lasse mich nicht erpressen. Sir, wir haben Besuch. Ah, da seid ihr ja. Ich hatte mich schon gefragt, wo ihr bleibt. Ihr enttäuscht mich, Losso. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Ah, gut. Ich war schon immer ein Freund aggressiver Verhandlungen. Oh, Leute. Redet doch vorher mit mir. Vielleicht lasse ich mich ja bestechen. Geld kann ich immer gebrauchen. Ja, überreden habe ich jetzt eigentlich relativ hoch. Tarnung. Ja, also letzten Endes wird es nicht schlimm sein, wenn ich auch mal ein paar Heilfähigkeiten habe. Wo mache ich verletzte Heilen jetzt auch mal ein bisschen hoch? Ach komm, aber überreden tue ich trotzdem eins. Sehr schön, Talente. Der Charakter verlässt sich im Kampf mit dem Lichtschwert auf seine Eleganz und seine Geschwindigkeit. Aus diesem Grund wird seine Stärke- oder Geschicklichkeitsbonus jeweils der höhere Wert bei der Erreichung der Trefferchance berücksichtigt. Okay. Was ist das hier? Der Charakter hat eine... da kann ich meine Leben schneller aufladen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlecht. Ah, da kann ich Schlösser knacken. Reparieren? Computerkenntnis? Machtregeneration. Finde ich aber auch nicht schlecht. Ich mach das mit... Oh Leute, was soll ich denn machen? Nahkampfwaffen. Plus 1 Bonus auf alle... ja, komm, wir nehmen das. Ganz, ganz simpel. Okay. Mächte. Der verbesserte Machtblitz. So. Ups, nein! Ach, Leute. So, jetzt. Annehmen. Sehr schön, Leute. Oh, sehr schön. Jetzt werden die mal auseinandergenommen hier. Machen wir das so. Angst. Machen wir so, Edden. Was ja? Gibt es? Und los. Wieso greift der denn jetzt trotzdem nur normal an? Wollte ich doch gar nicht. Jetzt komm, schieß doch mal. Bam. Boah, der ist stark. Leute. Boah, die muss mal heilen hier. Heimer. Ups. Boah, jetzt bin ich kurz aus dem Bildschirm raus. Nicht leicht. Boah, der haut richtig rein hier. Yes, das war's. Boah, der kickt einfach in die Fresse. So. Ich muss sagen, euer Timing ist fantastisch. Ich hatte meine Bedenken, was diese Söldner angeht, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass die CSD sie auf Kurs halten würde. Tja, das war wohl ein Irrtum. Meine Absicht nach wäre eine Art Bezahlung angebracht, weil ich mich für euch darum gekümmert habe. Warum braucht ihr überhaupt so viel Söldner? Eine Bezahlung. Natürlich. Ich weiß, wie wichtig es ist, wertvolle Verbündete bei Laune zu halten. Genau. Ich denke, diese Credits müssten euch für eure Bemühungen angemessen entschädigen. Außerdem könnt ihr meinetwegen alles behalten, was ihr bei den Söldnern gefunden habt. Sie hatten ohnehin keine Chaka-Waffen bei sich. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Diese unerfreuliche Wendung ist für mich mit sehr viel Arbeit verbunden. Sehr schön. 800 Credits, 9 Tagebucheintrag. Sehr, sehr schön. Zeig mal, was die da haben. Mandalorianisches Nahkampfschild. Aha. Dann schauen wir doch mal jetzt hier.
Du hast die Söldner auf dem, aus den Büros der Cherka Corporation beseitigt. Och nee. Gut, Leute. An dieser Stelle beende ich jetzt das Let's Play. Und ich werde aber weiter aufnehmen. Ich tue das nur jetzt in mehrere Parts unterteilen, weil ich zocke heute ein bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2 wieder. Und bis dahin, ciao Leute. Bis dann.